Erstmal heute Morgen sollte das Taxi kommen zu Ihnen beiden, hatten wir extra bestellt und ich habe gehört, es ist nicht gekommen. Genau. Erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Rösigen, für Ihre Einladung. Mein Name ist Kerstin Thörmer und das ist mein Partner, Herr Joachim Böß. Wir kommen beide aus Düsseldorf. Und heute Morgen gab es dann direkt eine kleine Aufregung. Unser Taxi ist nicht gekommen, um 7:30 sollte der kommen. Und dann hatten wir überlegt, wie machen wir es, haben wir einfach dann nach Absprache mit Frau Koch ein privates Taxi genommen. Wie war das, Herr Böß, wie war das für Sie, als Sie auf das Taxi gewartet haben und auf einmal kam kein Taxi? War das für Sie schwierig im Moment? Die Situation ist nicht so schlimm im Moment, weil ringsherum sind auch Menschen, nur wenn ich alleine wäre das schwierig. Ja, natürlich. Schwierig, ja. Okay. Und ansonsten, die Fahrt hat ja dann gut geklappt. Herr Böß, Sie haben mir erzählt, wir haben ein Vorgespräch am Telefon geführt. Sie haben mir erzählt, Sie waren früher in einem Verkaufsleiter. Ist das richtig? Verkaufsleiter in einem Tabakverkauf. Ich war Verkaufsleiter in einem großen Tabakunternehmen. Ja, da hatten Sie wahrscheinlich eine Menge Stress, oder? Wie war das für Sie? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Haben Sie es gerne gemacht? Richtig gern, ja. Richtig gerne? Sehr, sehr gerne. Da mussten Sie wahrscheinlich viel planen oder so, immer den ganzen Tag, oder? Waren Sie viel unterwegs, viel auf Reisen? Weniger. Also ich habe ein Gebiet gehabt, das umfasste da auch Ruhrgebiet und bis nach Würsel und so weiter. Ja, okay. Ja, und was ich jetzt erzählen soll. Oder was jemand hören möchte. Wir wollen das hören, was Sie Lust haben uns zu sagen. Mich interessiert da einfach nur, dass Sie ja früher beruflich unheimlich eingebunden waren. Nicht? Das hat mir erzählt. Sehr. Also wirklich recht. Mit Recht zu Foto und Fug kann man sagen, dass ich Tag und Nacht gearbeitet habe. Ja, meine Güte. Und Ihre Lebensgefährtin hat mir erzählt, was mich sehr begeistert hat, weil ich selber Musiker bin, dass Sie auch Musiker sind und in einer Band gespielt haben früher. Richtig. Was haben Sie für ein Instrument? Was spielen Sie für ein Instrument? Fast alle Instrumente. Aber wow. Es ist nichts mehr davon da. Spielen Sie gar nicht mehr? Überhaupt nicht mehr. Noch nicht mal mehr auf der... Saxophon, glaube ich, haben Sie gespielt auch, nicht? Nein, das nicht. Saxophon nicht. Okay. Ja, aber da, das klappt jetzt nicht mehr. Gar nichts, schon lange her. Nein. Dann würde ich gerne Ihre Lebensgefährtin auch einmal fragen. Sie sind noch berufstätig? Ja, genau. Ich arbeite in der Universitätskinderklinik in Düsseldorf. Ich habe das Glück, wir haben das Glück, also unsere Wohnung liegt ganz nah am Arbeitsplatz. Ich brauche täglich morgens nur eine Viertelstunde mit dem Fahrrad zu fahren und dann bin ich schon an meinem Arbeitsplatz. Ja. Also genau, ich war bis Ende letzten Jahres noch Vollzeit berufstätig. Ja. Und habe leider im Jahr 2013, 2014 selber eine persönliche Krise gehabt, durch wahrscheinlich eine Überlastungssituation, durch Vollzeitarbeit voller Hausarbeit und Pflege für meinen Partner und habe jetzt seit Anfang des Jahres, also seit Januar, meine Arbeitszeit verkürzt. Ja. Sie arbeiten seit 7 Jahren, hat mir Ihre Lebensgefährtin erzählt, arbeiten Sie nicht mehr, nicht, Herr Böß? Fehlt Ihnen die Arbeit? Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja. Denn ich habe es wahnsinnig gerne gemacht. Ja. Und wie ist das jetzt so? Also die Sache, Ihre Lebensgefährtin, Frau Thörmer sagt ja, dass sie morgens dann noch zur Arbeit geht. Würden Sie mal einfach vielleicht gemeinsam so einen normalen Tagesablauf schildern? Wann geht das morgens los bei Ihnen? Wir stehen gemeinsam auf. Ja. Ein bisschen erzählen, Kaffee trinken. Ja. Und dann bin ich erstmal alleine. Und was machen Sie dann in der Zeit? Es gibt nur einen Sender, den ich nähe, und der heißt, jetzt habe ich ihn noch vergessen, Arte. Arte, okay. Nur Arte kommt mir. Also das ist der Sender, den Sie immer schauen? Weil ich wahnsinnig gerne solche Sachen erlebe, die im Berichte habe. Ja. Und das sind Sachen, die mich auch immer noch interessieren. Ja. Wie ist das für Sie, Frau Thörmer, morgens? Also Sie helfen Ihrem Mann dann morgens zunächst erstmal
Was gehört dazu? Was müssen Sie machen? Also, ja, wie gesagt, wenn ich fertig bin, dann mit dem Dingen, die im Bad zu erledigen sind, dann helfe ich Herrn Böß beim Aufstehen, ich helfe Herrn Böß im Badezimmer beim Waschen, Rasieren und dann beim Anziehen. Und dann mache ich in der Zwischenzeit das Bett und die Bettenlüfte. Ich bereite dann das Frühstück vor. Im Prinzip ist es so, dass ich also alles erledige und der Herr Böß schon viel Hilfe braucht, vor allen Dingen beim Anziehen und fürs Frühstücken und dann wieder wegräumen. Das ist also schon auch durchgetaktet und durchgeplant, weil wir kennen das beide von vor noch ein paar Wochen, da musste ich noch früher auf die Arbeit, also das muss auch irgendwie halt klappen, das ist. Aber das arrangieren Sie gemeinsam, haben Sie einen festen Plan erarbeitet im Laufe der Zeit. Ja, also und dann frühstücken wir zusammen und dann ist es halt leider so, dass der Herr Böß überwiegend, leider oder zum Glück, also ich glaube, wird eher zu sagen, noch zum Glück, Herr Böß kann überwiegend noch alleine sein und er kann leider... Laufen, sagen Sie. Er läuft viel, er geht viel spazieren. Also ich stelle ihm ganz, ganz profan das in Fernseher ein und lege ihm diesen Schalter hin. Und wenn der Fernseher sich nach 4 Stunden ausschaltet, dann sage ich, du musst diesen Knopf drücken. Ja. Entweder er kann es oder nicht. Und ich habe ihm auch ein Programm eingestellt. Er kann leider nicht mehr umschalten, die Programme wählen. Und... Aber Sie sagten auch, und Sie sagten, Herr Böß, Sie gehen auch raus, also wenn Ihre Frau arbeiten ist, gehen Sie raus und gehen draußen spazieren in Ihrer Gegend. Ja, also Moment, wo bin ich? Ja, ich gehe sehr gerne spazieren. Ja. Das ist das eine, das ist, was ich richtig mit Freunden und so noch zum Teil, also Bekannten, mal hier ein Pläuschen, da ein Pläuschen, das ist ja auch was Schönes. Ne? Ich habe gehört, Sie gehen ab und zu zum Metzger in der Gegend, sagte mir Frau Thörmer. Ja, richtig, ja. Ja? Ja. Wohl. Und dann essen Sie dort was oder trinken Sie da einfach nur einen Kaffee? Oder was? Nein, da wird auch Mittag gegessen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Wie soll ich es erklären? Ist schwierig. Die Struktur fehlt. Ja. Und die kennen Sie wahrscheinlich auch schon gut dort beim Metzger. Die begrüßen Sie wahrscheinlich schon vom Weiten, wenn Sie dort vorbeikommen. Das wäre übertrieben, aber die Herrschaften, die wissen, was los ist und die sind sehr liebenswürdig zu mir. Genau, toll. Sie hat mir gesagt, Frau Thörmer, dass Sie dann auch einmal in der Woche oder wie auch immer zum Metzger gehen und dort das nochmal regeln mit Bezahlung, wenn noch was bezahlt werden muss und Ähnliches. Genau, ich im Prinzip ist es so, dass ich mit dem Fahrrad vorbeikomme einmal in der Woche oder auch zweimal in der Woche und dann erzählt mir die Dame hinterm Tresen, der Jochen war heute wieder da, hat gegessen und wenn er mal nicht mit dem Geld klarkommt, dann ist das überhaupt kein Problem, dann... aber bis jetzt ist das so noch nicht gewesen, dann würde sie das aufschreiben und mir dann sagen, also im Prinzip ist es recht günstig noch bei uns. Neben der Metzgerei ist noch der Bäcker und die Apotheke und der Jochen hat, also das fand ich persönlich ganz toll, sozusagen im Stadtteil sich und seine Erkrankung bekannt gemacht. Er hat nämlich einfach gesagt, hallo Leute, ihr kennt mich ja, aber jetzt ist was dazugekommen. Ich habe Alzheimer, ich bin Alzheimer-Patient. Hat er ganz klar gesagt. Wow. Und das war vor 5 Jahren und das hat erstmal so keiner so richtig geglaubt, weil er hat immer viele Witze gemacht. Er ist so ein Entertainer-Unterhalter gewesen und die Leute haben gedacht, der würde sie veräppeln. Ja. Und dann haben wir haben die Leute das aufgenommen. Die Freunde und Bekannten. Ich muss einfach von meinem Bruder anfangen, der ist 13 Jahre älter als ich. Ja. Der strotzt vor Gesundheit. Und der hat es nicht geglaubt, dass ich diese Krankheit bekommen habe. Mhm. Ja, der kann noch nicht mit mir umgehen, das geht nicht. Ja. Das geht nicht, nein. Beim Umgehen sagte mir die Frau Thörmer, Sie gehen auch in so eine Gruppe, einmal in der Woche oder alle 2 Wochen? Einmal in der Woche. Und da wäre so ein klasse Leiter dieser Gruppe, der das so toll macht. Wir haben in dieser kleinen Gruppe jemanden, der
jetzt habe ich schon fast wieder vergessen, Moment, bitte. Der Leiter von der Gruppe hatte ich. Ja, es ist einfach nur, wir sind nur noch 6 Männer dabei. Ja. Und, danke, so, Ja. Und der macht, also da sind 6 Männer in dieser Gruppe und ja, richtig. Ihre Frau sagte mir nämlich, dass sie den echt in Ordnung fänden, den Mann, der das macht, der die Gruppe leitet. Macht, ja. Der dabei ist, also das Lindemann heißt, es ist mein Lindemännchen. Das Lindemännchen. Was ja, ist so klasse an dem? Können Sie das sagen? Weil er genau weiß, was ich im Moment brauche. Aha, okay. Ja. Wow. Naja, jetzt, einer Toll. Ist jetzt, ich denke, der ja verstorben ist, in der letzten Woche, weil er nicht mehr kommt. Das ist ganz alter, schon fast in den 90. Ja. Okay. Naja. Dann haben Sie mir, Frau Thürmer, erzählt, dass Sie auch mal in einer Reha waren, speziell für Angehörige von Demenzkranken. Genau. Ratzeburg war das. In Ratzeburg, genau. Ratzeburg ist das erste und einzige Rehabilitationszentrum im Moment noch in Deutschland, das sich so um pflegende Angehörige bemüht, ja, und auch kümmert und in hervorragender Weise. Die haben da wirklich eine sehr gute Betreuung, gutes Programm, eine gute Aufklärung. Da habe ich endlich erstmal auch Zeit gehabt, um mich da sozusagen am Stück drum kümmern zu können. Ja? Ja. Ich meine, ich habe sozusagen abends im Bett in den letzten Jahren auch noch viel gelesen und so auch einige Sachen versucht halt für uns zu optimieren. Aber da in Ratzeburg, das muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch mal gesehen, in der Zeit, die ich hatte, da hatten nämlich Angehörige ihre Partner auch oder Angehörigen zum Teil mitgebracht, die Demenz hatten. Und da habe ich dann auch geguckt bei denen, wie machen die das denn, ja, wie geht das, was kann ich besser machen und so. Und das hat ihnen richtig gut getan. Mir hat das sehr geholfen, mir hat das also erstmal nochmal im Verständnis, auch jetzt fürs Nachhinein, hat mich das echt weitergebracht. Sie sagten mir am Telefon, dass es auch geholfen hat, also über Dinge bestimmt vielleicht nicht mehr böse zu sein oder nicht mehr sauer zu sein und anders zu sehen, Dinge, die passieren. Ja. Ja, ich habe also wie gesagt auch dieses Buch gelesen, was der Herr gerade vorgestellt hat. Also ich von Arno Geiger das Buch. Genau, ich konnte einige Bücher lesen. Ja, ich konnte mich einfach auch erstmal in Ruhe mit diesem Thema beschäftigen und ich glaube, das war auch wichtig für mich. Ja. Ja, klasse. Also wir müssen jetzt leider schon langsam zum Schluss kommen. Ja. Das geht ziemlich schnell vorbei. Warten Sie noch einen Moment noch, Herr Böse. Bin noch nicht. Vielleicht einfach von mir, also ich merke ja einfach, also dass das toll ist zwischen Ihnen beiden, auch wie Sie miteinander umgehen. Ja, ich finde das total beeindruckend. Und zwar nicht deswegen, weil da jemand ist, ein Lebensgefährt von jemand, der eine Demenz hat, sondern ich glaube, dass Sie einfach ein klasse Paar sind, Sie beide. Und meine Frage ist einfach dazu noch, was wären Dinge, die Sie sich wünschen oder die Sie brauchen, damit es so möglichst lange weitergehen kann? Entschuldigung. Was bräuchte ich, meinen Sie jetzt? Ja, oder was Sie sich wünschen. Also wenn ich sehe ja nicht aus wie eine gute Fee, aber sagen wir mal, wenn ich eine wäre. Dass die Krankheit nicht schlimmer wird. Dass die Krankheit nicht schlimmer wird, ja. Ja, das wäre das Erste. Ich habe keine Angst mehr davor, im Prinzip. Mhm. Aber es wäre schön, wenn ich noch, so wie ich jetzt bin, noch ein paar Jahre hätte. Ja, ja. Okay. Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Thürmer? Bei mir ist es im Moment ganz konkret so, dass ich mir wünsche, dass wir als Paar, dass sozusagen diesen Status, den wir jetzt im Moment haben, dass wir den möglichst noch recht lange aufrechterhalten können. Ich weiß, dass die Erkrankung fortschreitet und also im Moment ist es halt bei uns ganz persönlich so, wir haben uns sozusagen eingerichtet jetzt endlich und wir haben so eine Art Zufriedenheit darüber, dass es so gut klappt, wie es klappt. Also wir gucken wirklich so von Tag zu Tag oder nur von Woche zu Woche. Ja? Wir haben gar keine Pläne, wir gucken einfach, dass wir so den Alltag, dass wir so eine Qualitätszeit auch haben. Und das ist mir total wichtig geworden, dass wir beide Qualitätszeit verbringen können, ja, dass wir uns täglich in den Arm nehmen können und uns sagen können, dass er überhaupt mir noch sagen kann, dass er mich liebt, dass ich das toll mache, dass
und ich ihm sagen kann, hey, du hast mich heute auch unterstützt, du hast ein Brot geholt und so, dass das so noch bleibt. Und wenn es denn schlimmer wird und dass wir jemanden finden, der genauso engagiert, hilfsbereit, freundlich, zuverlässig ist. Ja, und das ist, dass wir halt eine gute Hilfe bekommen, möglichst zu Hause. Und ja, dann muss man weitersehen. Herr Böse. Ist die Zeit vorbei? Eigentlich schon, aber sagen Sie ruhig. Also ich will auch nicht stonzen oder so, aber ich habe im Leben so vieles kennengelernt. Ich habe eine Boeing Stearman geflogen. Das konnte ich. Also ja. Genau, sagte mir Frau Thürmer, dass Sie geflogen sind. Früher, alle Sachen, die Motorrad gefahren. Wunderbar, wirklich wunderbar. Offener Doppeldecker ist er. Ne? Das ist der Flieger. Ja, richtig. Wow. Und den müssen Sie mir mal ein Bild schicken. Ja, haben wir sie, ne? Ja, aber möchte ich total gerne mal sehen. Ich habe diese Dinge durch die Krankheit habe ich viel weggeschmissen, auch ja. Was ich nicht mehr sehen konnte, weil heute jetzt tut mir leid, ne? Aber okay. Naja. Frau Thürmer, Herr Böse, Sie sind ein tolles Paar. Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit und wir würden total gerne mit Ihnen verbinden. Ganz herzlichen Dank. Danke sehr.